Wow, diese Vielfalt an Booten, die hätte ich nicht erwartet. Mehr Premieren, mehr Weltpremieren auf der InWater in Werder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Hausboot-Profi. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier meinen YouTube-Kanal. Es geht um Boote, Boote, Boote und es geht um noch so viel mehr. Und wir sind hier wieder in Werder auf der Boot und Fun InWater. Hier sind wir am Steg M und am Steg M, da gibt es Hausboote, Hausboote, Hausboote. Nautilus Hausboote ist auch mit dabei. Lux Hausboote. Und weiter geht's. Nach M kommt N. Nee, wir gehen rückwärts. Das nächste wird der Steg L. Und bis dahin haben wir hier ein paar schicke Pagoden. Ich freue mich, dass du mit mir gemeinsam diese schönen Boote heute entdeckst und deshalb auch gleich eine Bitte in eigener Sache. Schau mal unten in den Beschreibungen, dort gibt es Links zu unseren Partnern vom Magazin Seenland und zum Hausboot-Profi und zum Hafenführer und dort findest du weitere nützliche Informationen. So, Steg L, mal schauen, wen wir da treffen. So, Steg K. Wir schauen mal, wen treffen wir da? Solarbetriebene Hausboote. Ganz neu als Weltpremiere auf der Boot und Fun. We'll be right back.
Ich sehe Steg J voraus. Mal schauen, wer uns hier erwartet. Auch Yachtcharter Werder ist auf der Boot und Fun in Water mit dabei. Hier haben wir den Steg I. Wer liegt dort? Ein Blick auf das Schild wird es uns verraten. Du siehst also auch hier auf der Boot und Fahren werden die Boote immer größer, immer luxuriöser. Aber wir haben ja auch kleine Sloopen gesehen, kleine Hausboote gesehen. Ich würde einfach sagen, die Palette wird immer größer. Steg H. Boote von Aquamarin. Die Stege, die haben wir jetzt bewältigt und nun schauen wir mal, was noch so drumherum es hier auf der Boot und Fun zu entdecken geht. Komm mit! Oha!
Sea Ray im Glaskasten ausgestellt. Jetzt haben wir hier ein Bootslift. Und weitere Boote zum Chartern und Kaufen. Soweit sind die Boote wohl jetzt alle vor der Kamera gewesen. Ein paar Autos, die gibt es hier noch an Land zu entdecken. Da kannst du auch noch mal ein paar Impressionen mit mir sammeln. Ich hoffe, unsere heutige Folge beim Hausboot-Profi hat dir gefallen. Abonnier den Kanal, aktivier die Glocke, dann verpasst du keine Ausgabe vom Hausboot-Profi hier auf YouTube.